drei Dinge, die du diese Woche wissen solltest. Wenn wir unsere Klimaschutzziele erreichen wollen, dann brauchen wir viel mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Und deshalb wird der Bundestag diese Woche einen zweiten Planungspush freisetzen, nämlich dass wir mehr Tempo bekommen beim Ausbau von Windrädern zum Beispiel, aber auch beim Ausbau von Stromnetzen, denn der Wind muss zum Beispiel von der Küste in den Süden des Landes und beim Ausbau von Speicher, damit wir zum Beispiel Wind und Sonne auch speichern können, wenn der Wind gerade nicht weht und die Sonne nicht scheint. Mit diesem sauberen Strom können wir zum Beispiel E-Autos antreiben, wie ich selber eins fahre. Aber neben E-Autos brauchen wir auch synthetische Kraftstoffe in Deutschland. Warum? Zum Beispiel, weil wir noch Verbrennungsmotoren fahren haben werden, wenn wir längst klimaneutral sein wollen. Zum Beispiel, weil auch der Flugverkehr klimaneutral werden muss. Für all das brauchen wir E-Fuels. Die waren bisher in Deutschland verboten. Das haben wir Freie Demokraten jetzt endlich geändert. Und diese Woche ist auch ein Jahr Krieg in der Ukraine. Und deswegen muss man noch mal ganz klar sagen, der einzige Weg zum Frieden ist, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, denn sonst triumphiert Putin mit seinen Kriegsverbrechen.